Und damit herzlich willkommen zurück zu dem letzten Part der Pokémon Weiß Soling Challenge mit Trudel. Ja, und mit Muffy. Ja. Wir werden mächtig auf die Fresse kriegen, glaube ich. Wahrscheinlich. Werden wir sehen. Unsere liebe, nette Note hier, Träger des Dunkelsteins. Ein Träger des Dunkelsteins hat er uns mit gemeint, ne? Wir sind ja der, wir haben den ja. Ja. Ah, wir müssen gar nicht. Oh. Dann müssen wir nur. Da kommt nur noch N. Da müssen wir nur noch Dingens fangen, Sekrom und dann. Weil N sonst kein Kampf möchte oder wie war das noch? Ja, kein Unfairen oder was? Wir müssen uns würdig erweisen. Ah, weil wir sonst unwürdig sind, deswegen. Genau. Ja. Können wir das direkt hier? Nee, wo ist denn das? Was? Das andere Pokémon. Das erscheint jetzt hier. Ja? Oh, schön. Das ist ja alles voll entspannt. Braucht nirgendwo mehr hinzufliegen oder sonst was. Yep. Jetzt holt er Reshiram. Los, Reshiram. Ist das gerandomized? Vielleicht, ne? Ich glaube fast nicht. Weil, wie gesagt, ich habe aus Versehen Voltolos getroffen. Stimmt. Und das war nicht gerandomized. Habe ich während des Trainings auch schon. Stimmt. Es wäre cool, wenn es gerandomized wäre, aber ich glaube nicht irgendwie. Yep. Schade. Das ganze Wasser weg. Ich weiß gar nicht, ob das bei Sekrom auch so wäre. Ich meine, das Elektro, das verdampft ja dann auch das Wasser, weil ja auch Hitze entsteht, aber. Also kann zumindest, ja. Ja, klar. Oh. Jetzt reagiert der Stein, oder was? Ja. Dein Dunkelstein! Duel! Ich liebe Sekrom! Es ist schwarz. Schön. Er lässt die Energie entweichen. Oh, mach doch sowas nicht. Ja. Und mit dem Herzschlage. Ich finde Reshiram auch schön, aber ich mag Sekrom auch lieber. Und auch hauptsächlich sogar einfach nur von der Farbe. Zack, Wasser wieder da. Was? Klar, mit Elektro füllt man Wasser wieder auf. Genau. Wer weiß denn das nicht? Deswegen sagt man ja zu Sturm aus Saft. Richtig. Reshiram und Sekrom, sie waren ursprünglich eins. Ein einzelnes Pokémon. Die zwei Seiten einer Medaille. Also war es ein Bronze? Du bist so groß. What? Dann ist es vielleicht doch randomized? Das werden wir gleich sehen. Es klingt nicht wie ein legendäres. Oh, ja, ist es. Wait, what? Oh, wie geil. Oh, fuck, yes. Oh, Mann. Reshiram, geh, Reshiram. Fuck. Okay. Ja, ich werfe einfach, ja. Let's go. Cresselia war mehr defensiv, oder? Ah, auch. Ja, schon. Speziell zumindest. Cresselia ist auch ein cooles Pokémon. Mag ich. Ich glaube auch einen Namen für dein Rechner. Oh ja, stimmt. Ich brauche ja noch einen Namen. Oh, Gott. Wer zuerst? Drache Feuer, cool. In Nächten mit zunehmendem Mond streckt sich das Licht von Muffys Schweif und wälzt sich wunderschön. Ja. Ja.
Das kann ich nur. Richtig. Ich habe auch den ersten Satz gelesen. Das wird schön. Es geht gut los. Lodert das Feuer in Trudels Schweif auf, gerät die Erdatmosphäre durch die Hitze in Wallung und das Weltklima ändert sich. Genau. Schuld an dem Klima. Entschuldigung. Ich wusste, er ist menschengemacht. Ja, Cresselia ist ein cooles Pokémon. Nenn deins Michael. Wie? Michael, Michael. Wie Michael Jackson. Weil... Wow! Das war gerade einfach perfekt. Das hat einfach gepasst. Oh, fuck. Ich, ja, fuck, andersrum. Moment. Ich wollte gerade schon auf Bestätigen drücken. Ja. Auch wenn das überhaupt nicht dazu passt. Nein, das wäre einfach nur ein random Name. Ja. Heißt ich hab das. Nein. Ich hätte vielleicht eine Idee, aber ich weiß nicht, ob die einen eigenen Namen hat. Also wenn du keinen Vorschlag hast, würde ich was vorschlagen. Okay. Dann... Ich. Schlag was vor. Das wäre mein Vorschlag. Yue. Das ist? Das ist von Avatar... Die zum Mond wird, die Freundin von Dingens. Die stirbt irgendwann und wird dann quasi zum Mond. So in etwa, könnte man sagen. Ah! Der Mondgeist mäßig ähnlich. Ja. Ja. Wie heißt er nochmal? Ja, aber jetzt weiß ich, wen du meinst. Alles klar. Ja. Warum nicht? Hey, bin ich auch schön. Sie wurde zum Ansonsten hätte ich wahrscheinlich... Soccer. Soccer, genau. Die Freundin von Soccer. Ist okay, meinst du? Ja. Okay. Ansonsten hätte ich Luna Love... Wurde auf dem PC übertragen? Ach, weil es nicht zeigt... Nee, ach jetzt... Möchtest du, müssen wir, ist die Frage. Weißt du das? Soll ich auf Nein klicken? Zur Not können wir uns hier zum PC und auch da drinnen ist ein PC, oder? Ich glaube, jetzt kommt direkt der Kampf. Also wenn wir Nein sagen, dann ist Nein. Das ist doch in Ordnung. Also meinetwegen. Oder wie siehst du das? Sarah? Also wegen mir muss man es nicht reinnehmen, weil da müssten wir irgendwas rausnehmen. Genau. Und das würde ich dann... Nö. Würde ich schon gerne mit unseren Pokémon... Sehe ja nicht in dein Team aufnehmen möchtest. Ja. Möchtest du in dein Team aufnehmen? Nein. Und dann ja. Ja, deinen Kampf gegen deine angeschlagenen Pokémon zu gewinnen. Der heilt mich auch nochmal. LOL! Okay.
Ich sehe die Zukunft, ich sehe sie ganz über Augen, ich werde ganz bestimmt gewinnen. Schön. Oh, schön. Vergessen leider. Oh. Team Plasma N. 6 Pokémon. What? Giratina war Drache Geist? Ja. Also ich könnte Toxin machen. Aber ich habe Angst. Also Militärus ist? Ist, glaube ich, Bodenflug. Ich mach mal Toxin und... Ah, fuck. Ich hätte... Oh, Schienenkraft. Hab ich... Normal-Pokémon? Nee. Dimitiros, soll ich einmal angreifen? Ich weiß halt nicht, wie viel Schaden das machen wird. Ich versuch's zu überleben und mach Toxin. Ich wechsle auf Ikalgo und versuche eine Wasserattacke zu machen. Puh. Du bist der beste Pickard. Scheiße. Schemenkraft ist physisch, oder? Ja. Schwert an! Oh oh. Mach's kaputt. Wasserdüse reicht wahrscheinlich nicht. Nee. Mach's kaputt. Trotz 300 Angriff? Kannst du es probieren? Ich weiß es nicht. Ich drücke lieber Kaskade und hoffe, dass es mich nicht one-hittet. Schwertanz? Okay, jetzt hoffe ich, dass ich one-hitte. Schemenkraft? Oder sollte. Ja, Dimitrios ist weg. Nice. Wie viel Schaden? Macht Schemerei, liebe Scheiße. Wenn es crittet, bin ich halt down, aber ich will halt auch nicht auswechseln. Ja, wobei welches Pokémon Pickard ist? Jetzt weiß ich gar nicht. Ah, das scheint dann auch die restlichen Typen zu beeinflussen. Das ist schlecht. Entweder Geist oder Drache. Drache wäre doof. Jovats Vierfachschwäche Wasser, oder? Ja. So, ja, gut. Da riskiere ich nichts. Ich drück sogar Wasser. Ach, scheiß drauf. Ich muss schneller sein. Ja. Oh. Da ist der Crit. Pickard war mit wem verbunden? War das mit Ikalgo? Weiß ich nicht. Warte, ich guck nach, da könntest du ihn halt drinnen lassen. Ja, war mit Ikalgo. Das heißt, du kannst mit Ikalgo jetzt bis zum Tod kämpfen. Gut, dann mache ich das auch. Weil auswechseln möchte ich sowieso nicht mehr so gerne. Jovats hat Tarnsteine gelebt. Hm. Aber es hat Sturmsog. Ich kann es nicht mit Wasser attacken, aber ich habe Kugelsaat. Ich werde Myrte reinschicken. Nee, warte mal. Und schon einmal noch treffen. Oh, reicht schon. Zweimal getroffen. Ich würde ja Myrte reinschicken, aber der wird... Hat der Tränke? Ah, das weiß ich nicht. Ich schick Myrte rein. Ich mach... Ja. Ich mach Ränkeschmied. Wenn er keinen Trank hat, ist er dann eh down. Lepumentas lernt Kosmikkraft. Ah, oh, er setzt einen Trank. Oh nein, Top-Genesung! Was heißt das? Hat es voll. Es hat kein Gift mehr. Oh no! Oh no! Schemenkraft hat Pickard ungefähr 90 abgezogen. Pickard hat nicht so viel Verteidigung wie Myrte. Myrte sollte eine Schemenkraft aushalten. Ja, das ist richtig. Ich
mach nochmal Ränkeschmied. Und dann Unheilböen? Ja. Gut. Oder warte mal, ich mach mal. Hab ich? Oh, shit. Ich kann Megablock machen. Statusveränderung ist das bloß, okay. X-Angriff. Hebt den Angriffswert eines Pokémon. Nee, das wäre jetzt auch zu spät. Also Unheilböen. Bitte halte das aus. Kein Crit. Okay. Nice! Der ist wahrscheinlich schneller. Das Einzige, was an Myrtle schlecht ist, dass es so langsam ist. Oh. Initiative plus 0. Okay, es ist Geist. Das heißt, ich bleib drin und heile erstmal voll. Ich versuche alle mit. Ich kann nicht alle mit Dingens rausholen. Aber so viel wie möglich. Hypertrank. Was machst du damit? Spukball. Bitte keinen Verteidigungsdrop. Fuck! Oh, shit. Ich mach trotzdem Unheilböen. Ich halte noch ihn aus. Ahaha. Bitte einen Boost? Ich würde Kalgo jetzt auch nicht heilen wollen. Okay. Also ich kann. Gengar kriege ich mit einer Drachenklaue von Shyvana weg. Oder ich mache mit Shyvana Schwert. Ah, nee. Das kann ja auch Spukballen. Das könnte dann auch Verteidigung senken. Drachenklaue sollte reichen. Ich meine, ich habe zwar Ikalgo ja noch, immer noch. Ja. Aber ich würde nicht heilen. Er zählt als tot, also einfach. Genau, deswegen würde ich es auch nicht machen und ich glaube, ich bin schneller als Stardust. Wow. Oh. Das war ein Crit. Spukball? Ja. Oh. Was mache ich jetzt? Ich könnte Erdkräfte machen. Alles andere scheint mir so die gute Idee zu sein. Das ist die Frage, will ich das mit Maya oder mit Dingens machen? Maya hat mehr spezielle Verteidigung. Oh, stimmt. Aber. Oh, das sind nur 84. Wo ist denn. Da. Oh, das hat auch nur 75. Das habe ich nicht beachtet. Okay, ich versuch's mit Maya. Hm? Da kommt der Spukball. Ja. Bitte mach mehr als die Hälfte. Oh nein. Spezialverteidigung sinkt. Ich hab 67 von 122. 57 habe ich aber gekriegt. Okay. Also ein Crit überlebt so definitiv nicht, aber das. Ja. Nochmal angreifen, oder? Du kannst. Ach, du bist durch. Ja. Alter, warum bist du schon durch? Die Kalgo lebt noch. What the fuck? Alles komplett gesweept. Maya! Oh. Ah, jetzt kommt der Trank.
Der müsste noch einen Trank haben, aber dann sind zumindest alle Tränke weg. Nee! Okay. Jetzt wär's doof. Wenn vor allem sowas passiert. Eigenkleister und jetzt? Das nächste Problem ist. Keine Prio-Attacke drauf. Ja. Und eventuell wird die Spezialverteidigung noch irgendwann gesenkt. Spezialverteidigung gesenkt oder Crit. Sowas als Crit wird ausreichen. Ja, das auch noch. Oh shit. Komm schon. Es wird immer mehr. Weiß man eigentlich, was für eine schlechte Roller beim ersten Spukball hatte. Okay, ich probier's. Viel Glück. Das braucht es zwei schlechte Rolls. Ey. Goddammit. Eieiei. Hat sich Maya gelohnt, würde ich sagen. Oh nein! Du kannst es nicht effektiv treffen. Kannst du irgendwas anderes irgendwie über Zeit viel Schaden machen? Weißt du, was das Problem ist? Das wird auch ein Techniker Kubok sein, glaube ich. Sicher? Ich glaube ja. Aber hat ja nicht dann unbedingt die richtigen Attacken dafür, ne? Das stimmt. Ich glaube, ich versuch's mit Hermes. Die bessere Verteidigung war. Ach, Spezialverteidigung. Kann nur eine Fähigkeit haben, außer die versteckte noch. Krypok. Also hat's auch Techniker. Ich versuch's mit Hermes. Oh. Ich bin auf jeden Fall schneller. Soll ich Orkan probieren? Ne, ich mach erstmal Surfer und gucke, wie viel Schaden ich mach. Ja. Gut. Drittel? Oh, fuck. Oh, fuck. Überlebst du das? Oh! Ja, stimmt! Der Fokusgurt! Komm, und jetzt mit Orkan, du triffst. Ja! Mach's kaputt! Alter! Ja! Der Fokusgurt! Okay, echt na toll. Was kann das hier? Alter, das Team! Ja, du. Psycho ist das einzige Volle. Du kannst auch was anderes reinschicken und heilen, aber. Ich kann Psycho reinschicken und erstmal Myrte voll heilen. Ja, klingt gut. Und dann versuchen mit Psycho. Wie viel hat denn der noch? Schaden zu machen? Was ist das? Noch zwei. Oh Gott. Nee, nicht das. Ey, also ich hatte mega Glück einfach. Auf jeden Fall. Aber gegen Geist ist. Dingen ist echt nicht schlecht. Dass der Gegner ein Nachspiel erträgt. Welcher Attacke war das? Nachspiel. Bringt mir die AP dieser Attacke des Gegners, wird der Anwender dadurch besiegt. Ach, okay. Mit der Attacke, mit dem du ihn besiegst, wenn er das eingesetzt hat, hast du danach keine AP mehr. Ah, okay, das ist okay. Er macht nur Nachspiel. So gut. Ich möchte einfach weiter feuert sein. Das ist gut. Oder warte, ich heile die anderen jetzt noch voll. Wenn der weiter Nachspiel macht, hoffentlich, dann heile ich die anderen noch voll. Besseres kann dir gar nicht passieren.
Spukball. Jetzt ist die Frage, war er durch Nachspiel schneller oder... Ich glaube nicht, dass Echnatol so schnell ist, oder? Wie schnell? 88. Das ist schon relativ schnell, oder? Relativ. Ich probiere das mit... Ich probiere es mit Samenbomben. Nee, Echnatol ist schneller. Ja, gut. Fuck. Wie schnell ist Hermes? 80, also noch langsamer. Wie schnell war der Rest? Das schnellste ist jetzt Maya mit 100. 102 durch den Level. Ich kann Myrte... Maya Attacke zu 100% trifft? Maya trifft immer zu 100%. Schilflos. Ich kann Myrte einsetzen? Ja, ich mein Maya einsetzen und versuchen ist auch eine Option, aber das ist halt... Nee, ich setz, das kann. Ich setz Hermes ein, weil gewonnen-hittet werden kann er nicht. Sicher? Ist der Fokus wohl nicht verbraucht? Nö, der... Solange voll KP hat, wirkt er wieder. Und ich bin schneller? Was? Ach, Grimasse! Ich vergaß. Hat der Grimasse eingesetzt einmal, glaube ich. Ach, deswegen. Ah... Oh. Daran habe ich nicht gedacht. Rückenwind, ja, perfekt, nehme ich. Warte mal. Ich könnte Rückenwind einsetzen und dann Myrte benutzen. Myrte ist ja langsam. Dann bin ich garantiert schneller, oder? Garantiert ist eine Sache, aber sehr wahrscheinlich. Jetzt kommen ja die hochentwickelten Strats. Apoqualyp. Geist Wasser. Ich guck erstmal, was passiert. Durch Rückenwind, okay. Verdoppelt. Aber Apoqualyp ist ja auch nicht so schnell, oder? Ah, wollte ich gerade nachschauen. Apoqualyp. 60. Base. Geht. Also, ich könnte jetzt volles... Oh, verwirrt. Bitte, bitte, bitte. Ah, ich kann jetzt volles Risiko gehen. Hochlos. Aber ich verliere höchstens Hermes wahrscheinlich. Noch. Wenn er nicht trifft. Ja. Ich könnte auch voll heilen. Aber es kann halt sein, dass Apoqualyp durch Unheilböen den Boost kriegt. Ja, das würde ich nach Möglichkeit so wenig wie möglich riskieren. Ich will eigentlich nicht, dass noch eins wegen mir stirbt. Aber Apoqualyp ist das letzte, oder? Ja. Ja, gut. Ich will nicht, dass noch eins stirbt. Ein Crit sollte es nicht töten. Außer natürlich... Oh, stimmt nicht, vergaß. Perfekt! Ja. Okay, sehr schön. Jetzt weiß ich nicht, ob ich... Kannst du auch Surfer machen, oder? Weißt du, dass ich ernsthaft Angst habe vor irgendeiner Attacke, die Wasserattacken absorbiert? Ach so, ja gut. Das hast du nur bei Wasserattacken und... Pass auf, er hat dreimal getroffen von drei Orkanen. Der trifft jetzt nochmal. Weil Hermes ist einfach nur... Toll. Er hat sich gedacht, er muss nicht treffen, weil er trifft sich ja selber durch Verwirrung. Und jetzt muss er aber treffen, weil die Verwirrung aufhört. Die Verwirrung hört wirklich auf. Ich hätte jetzt... Erdkräfte? Ja, Erdkräfte. Oh, Initiative, warte. Oh, oh! Ich bin doof. Oh! Oh, du bist glücklich. Alter. Ich hab's unnötig spannend gemacht, tut mir leid. Es war halt so gut, ich hab dreimal Orkan gemacht und dreimal getroffen. Ja. Ja, das stimmt. Du hast keinen Reshiram gehabt.
Es war kein Sekrom und kein Reshigam in diesem Kampf. Richtig. Dafür Giratina. Es war echt da, Mann. Die Meteoros war zum Glück echt nicht wild, Alter, aber... Oh, kommt jetzt... Kommt jetzt der Kampf? Ich glaube, ja. Aber... Das wäre doof. Wie machen wir das jetzt? Wir können nicht mit 3 Pokémon gegen den kämpfen. Zumal ich ja mein erstes Pokémon nicht mal ändern konnte. Ich auch nicht. Also mein erstes Pokémon ist tot. Das jetzt einfach mit den Pokémon. Ich habe keine Ahnung. Es ist jetzt ein bisschen doof, dass das so ist. Also wer ist eigentlich tot? Shyvana, Piggott und Psycho. Das heißt, ich könnte Hermes, Myrte und Maya verwenden. Wer ist das bei mir? Bei dir Psycho müsste Alvida sein. Glaube ich. Shyvana ist Happy Hippo. Und Piggott ist Ikalgo. Das heißt, du wärst noch regulär dabei jetzt noch mit Hitoshi vorne. Hitoshi, Flachzange und Grisou müsstest du verwenden dürfen. Ich sollte damit nicht mal ein Problem haben, wahrscheinlich. Und wie machst du das? Und wie wollen wir das machen? Ja oder nein? Ich kann... Zumindest mit Piggott könnte ich Amnesie die ganze Zeit drücken und hoffen, dass er ihn down kriegt. Aber da verbraucht er auch AP, was ihn dann wieder schwächer macht. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist immer noch eine ganz gute Lösung. Anstatt jetzt auf was anderes reinzuwechseln. Kann man... Ich meine, das kann man zumindest machen. So. Gift-Pokémon kann man mit Toxin nicht vergiften, richtig? Hier glaube ich eventuell noch. Ich weiß nicht. Ab wann das gilt? Da gucke ich mal nach, sonst kann ich auch die ganze Zeit erstmal Toxin spammen. Also, du guckst auch nach. Attacken. Positive Nebenwirkungen? Können nicht vergiftet werden. Es sei denn, für durch ein Pokémon mit Korrosion steht nicht da, das ist in einer bestimmten... Genau, also können sie nicht vergiftet werden. Dann mache ich Toxin. Gut, dann... Omot müsste... Aromakur. Gift... Ist das Giftkäfer oder Flug... Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube Giftkäfer. Es kann sein, dass wir den gleichen Typ als Gegner kriegen. Oh nein, es macht Aromakur die ganze Zeit. Aromakur hat es auch nur 5-mal maximal. Glaube ich. Was macht das? Tut das Statusveränderung oder? Ja, Statusveränderung vom gesamten Team. Stachelspore, oh mein Gott. Das heißt, Juwelenkraft ist auf jeden Fall. Jeden Fall effektiv. Und Psychokinese trifft wahrscheinlich neutral. Nee, ist auch sehr effektiv. Käfer? Ja. Resistiert nicht, ist nur effektiv auf Psycho, okay? Ja. Ich tue Psychokinesen jetzt. Ich glaube, es kann nur mega sauber.
auch noch uneffektiv. Aha. Und wenn ich mit Amnesie anfange, ist das noch schwächer. Auf jeden Fall Gift. Was machst du dann? Ich glaube, notfalls muss ich halt wirklich... Ich glaube, Maya könnte ich zumindest reinschicken. Mal wechseln. Maya könnte ich safe reinschicken. Ich also denke, dann erstmal mit den drei versuchen und dann gucken. Quasi. Ist halt doof, dass ich es jetzt in eine Attacke reinschicken muss, aber Maya sollte das gut wegstecken, weil vierfach resistent. Ja. Sollte es. Wobei... Cera Pendra ist relativ schnell, oder? Ich habe überall so Gift. Oder Käfer. Ha, ich weiß es immer noch nicht. Ich weiß immer noch nicht die vierte Attacke, aber... Ja, okay. Das ist ja... Das einzig Doofe ist, dass Maya so wenig AP hat. Oh mein Gott. Ich hasse Giflo. Bleib ich drin oder nicht? Pokémon wechseln. Ich könnte Flachzange und Grisu. Ach, weil ich. Oh, deswegen hat das so doofe Attacken. Das ist eine Gesteinsentwicklung. Eine Steinentwicklung. Ah. Ich hoffe. Oh, es ist zwei Level über mir. Das erste war auch zwei Level drüber. Ja, aber Cera Pendra ist schnell. Ich will nicht getroffen werden. Ach, Job Genesung. Ach, doch nicht schneller als. Doch? Doch. Oh oh. One hit. Das war jetzt quasi wahr. Ach ja, das ist Maya. Ja. Darf ich mal jetzt trotzdem heilen? Wenn ich's muss. Wenn du es musst, klar. Weil. Es zählt zwar wieder als tot, aber ich habe halt nur drei Pokémon quasi. Ich habe auf jeden Fall kein schnelleres Pokémon und Grisu hält mir aus und ich habe eine effektive Attacke. Okay. So, ich fliege. Kraxler. Das kann verwirren. Mein Ernst? Oh, das nie. Oh. Wow. Tut mir leid. Oh Gott. Wenn Grisu sich einmal selber verletzt. Tut mir leid. Ich greife noch einmal an. Oh, fuck. Nassschweif? Es ist doch Boden. Nassschweif wäre doch sehr effektiv, glaube ich. Es ist nicht Boden. Ist es nicht Käferboden? Nein, Käfergift. Ach, Käfergift, stimmt. So. Ich denke immer, das ist Boden. Ich mach Drachenstoß und hoffe, dass ich durchkomme und die Verwirrung dann weg ist oder so, weil ich will fliegen, kann ich, habe ich zweimal, bevor ich treffe, die Wahrscheinlichkeit, wenn die Verwirrung bleibt, weißt du? Celebi war Pflanze Stahl, oder? Oder Psycho? Celebi müsste... Ah nee, Chirachi war Psycho Stahl, glaube ich. Ja. So wechsle ich immer. Also Celebi Psycho... Psycho-Pflanze. Ja... I guess. Aber Maya ist eh tot, deswegen bleibe ich drin. Ja. Warte mal, da kann ich doch Silber. Warte, dann heile ich es aber mal. Das ist Level 54. Habe ich mir nicht Level 53 aufgeschrieben? Ich hoffe. Nee, Level 54. Ich hoffe, Grisu stirbt jetzt nicht, weil dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Was hat er gemacht? Oh, ich glaube, das war Antikraft und der kriegt natürlich direkt den Boost. Der Drachenstoß trifft zumindest. Damit ist das Cera Pendra tot. Maya ist hinüber. Ja, gut. Celebi macht eine Antikraft und kriegt den Boost, ey. Ich glaube, es hakt. 10% Wahrscheinlichkeit.
Nidoking. Mogelhieb. Ja, komm. Bitte mach 4 Schaden. Okay. Das war ein Crit. Von Bodenattacken kann ich nicht getroffen. LOL. Zauberblatt, das macht nicht 4 Schaden, bitte. Depp? Doch. Es ist unter die Hälfte. Warte mal. Oh, ja. Kacke. Oh, oh. Ich würde fliegen. Oh, ich kann Nassschweif, ne? Ja, kannst du Nassschweif machen. Soll ich lieber einmal heilen? Ich heile auf jeden Fall. Ich glaube, du solltest auch heilen. Es kann bestimmt Matschbombe oder so und das macht. Oder ja. Schlammwelle, keine Ahnung. Oder Schlammwogel, keine Ahnung, wie das heißt. Ja, kommt der Crit. Fuchtler. Wie viel Schaden macht ein Fuchtler? Okay. Wenigstens berechenbar. Das heißt, gleich kommt auf jeden Fall noch ein Fuchtler. Antikraft. Das ist okay. Finte. Da kommt ein Zauberblatt. Auch nicht kein Crit. Okay, das war schon der zweite Fuchtler. Mörder Level 52. Kokowai. Das ist eigentlich Mörder auch perfekt. Ich kann eigentlich. Ich könnte Hermes verwenden, aber er wird halt immer noch neutral getroffen. Er hat eine Flugattacke. Ja, stimmt. Aber ich bleib mit Mörder drin. Ich heile Kiso auf jeden Fall erstmal wieder voll. Wahrscheinlich kommt jetzt noch ein Fuchtler oder so. Ich muss da super gegenheilen, ne? Okay, Fuchtler, och. Ich bin froh, dass wir kein Trankdingens haben. Oh, Blättersturm. Aber nach Blättersturm ist deine Spezialangriff stark verringert. Puh. Ja, ist richtig. Das heißt, speziell macht es dir jetzt auf jeden Fall eigentlich keinen Druck mehr. Hoffentlich. Komm schon, verletz dich einfach selber. Ach! Holzhammer! Lol, aber physisch macht es dir dafür noch Schaden. Ich kann nur gegenheilen die ganze Zeit. Holzhammer macht ihm zumindest auch selber Schaden. Ja. Solange du mehr als 15 Tränkgas und das 15 Mal nicht krittet, ist das okay. Das kann auch daneben gehen, oder? Also hat er kein. Hat das 100%? Ja. So wie ein Sturzflug. Echt? Ja. Ich dachte, das hat keine 100%. Doch, doch. Aber macht dafür halt Rückstoßschaden. Ja, 120. Wow, ich hab sogar. Aber ich will es nicht riskieren. Die anderen haben über die Hälfte abgezogen. Die Ponytox. Also hätten wir eine Trankregel, ich wäre so down. Ich hätte null Chancen. Nicht nur du. Ich hab Angst vor die Ponytox. Das ist bestimmt wie Schluckweg, das kann nix. Oh, ich glaube, die Ponytox haut mehr rein und hält was aus. Amnesie, ja, das ist ja sehr angenehm. Vor allem ein Crit und Myrte ist down. Ah, das ist richtig scary, was du da machst, Freundchen. Ich kann nichts anderes machen. Ja, ich weiß. Das ändert nichts an der Situation. Noch 2 Holzhammer und er ist tot. Solange du nicht Myrte meinst, ist alles in Ordnung. Okay, schön. Ich fliege auf die Ponytox. Ich bin bestimmt schon. Du bist nicht schneller. Was? So langsam ist doch jetzt auch nicht unbedingt. Matschbombe, hey. Dafür wurde ich nicht von Matschbombe getroffen. Wurdest du irgendwann mal verlangsamt oder so? Kann's? Ich weiß es nicht. Wenn, dann habe ich es auf jeden Fall verpasst. Soll ich bei Sazenia mal austauschen und Orkan machen? Sazenia auch Gift. Ja, oder? Kann man mal machen, ne? Ich probiere es mal.
Würde ich mal machen. Ich habe nur noch Hermes und Myrte eigentlich. Bohlbad ist Fluggift, ne? Ja. Also mein Riso regelt halt auch ganz gut wegen der hohen Attack halt. Ich mach mal Rückenwind. Oh, da kommt ein Blättersturm. Ich habe mehr Spezialverteidigung als Verteidigung. Du schaffst das nicht. Fokusgurt? Hallo? Dann ist es also doch so. Ach, der wurde verbraucht! Stimmt. Okay, ich dachte. Hm? Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass der wirklich verbraucht wird. Okay. Das Fokusgurt halt auch noch nie im normalen Kampf benutzt, deswegen wusste ich das nicht. Ich auch nicht, also. Es steht zwar dabei, aber ich hab's halt. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Ich hoffe. Okay, Laubklinge gehen daneben. Ich mache Ringgeschmied. Nächste Attacke trifft mich an Golbat. Ach, Überreste, stimmt. Oh. Einmal fliegen ging schon mal daneben. Warum, was will ich mit dem Ball? Horrorblick, ich kann nicht mehr auswechseln. Ich muss hoffen, dass Laubklinge daneben geht. Und dann greife ich einmal an. Und muss hoffen, dass ich es... Laubklinge trifft. ...besiege. Und Laubklinge hat auch erhöhte Crit-Chance und das war's. Eigentlich sind alle tot. Ja. Ich kann... Also ich würde auf jeden Fall den Kampf zu Ende machen. Komm, was wolle. So. Ich könnte den Kampf mit denen, die ich habe, auch noch zu Ende machen, aber... Ich denke, Shyvana... Ja, ich denke, Shyvana kann gut durch... Bigotheld kann das gut tanken, was da alles kommt, denke ich mal. Ich glaube, Shyvana kann da gut durchsemmeln. Ist halt super doof gemacht, dass du direkt die zwei Kämpfe ineinander hast. Ja. Wäre Shyvana nicht weggekrittet worden, ich glaube, das wäre alles viel einfacher gewesen. Das glaube ich für dich mit. Ein Tangolos. Ah, ärgerlich, ey. Ausringen, macht das 4 Schaden? Oh ja, das macht 4 Schaden. Weil du volle KP hattest. Echt? Mhm. Macht er jetzt was anderes? Ich hoffe doch. Slam. Ist okay. Ausfliegen macht mehr Schaden, je mehr prozentual. Ich mach mal einen Schwerttanz. Ich hoffe, dass ich die nächste Attacke überlebe. Spaßkanone. Oh, nochmal Verteidigung, oder? Ja, Verteidigung. Angriff und Verteidigung, okay. Mach's kaputt. Bitte reich aus. Hast du noch einfache erhöhte Angriffe? Oh, ja. Da kommt ein weiterer Slam. Auf, oder? Oder kommt jetzt. Nee. Es kommt Trank? Dann. Stimmt nicht. Nee, Trank hat er nicht mehr. Nietzsche setzt doch keine Tränke ein. Oder? N ja, aber geht's es? Eigentlich nicht. Ich dachte, der hat einen eingesetzt. Ja, Zwinger. Kann sein.
Alter. Na gut, das stört mich eher wenig. Ja. Also, das Team wurde ausgelöscht, wir fangen nochmal von vorne an, oder? Klar. Gerade ärgerlich, echt der letzte Kampf. Also ich meine, die Liga war echt nicht das Problem. Aber die beiden Kämpfe hintereinander in der Soul Link, wenn drei Paare ausgelöscht sind, die Hälfte, und man dann so gekrittet wird oder sowas, wie, also. Vor allem das Doofe war. Das ist halt definitiv schwierig. Wir hätten trainieren sollen nach den Top 4. Ja, zumindest auf 52 oder so. Wenn wir trainieren können, dann ich denke mal, dann hätten wir es auch geschafft. Hätten wir vielleicht auch noch das Team umstellen können. Ja, selbst das. Ich habe das Gefühl, ich hätte Maya, glaube ich, nicht gern zum Ende mitgenommen. Sie war okay, aber es ist halt ein Ledian und Ledian in einem Endgame ist halt nicht wirklich gut. Wenn es nicht den richtigen Typen, also nicht das richtige Wesen hat und was weiß ich, richtige Fähigkeit oder so. Wo hast du das her? Du hast einen Giratina. Darauf kannst du auffliegen. Okay. Sehen wir das jetzt als bestanden oder nee? Nein. Oder? Also, wir hätten es bestimmt schaffen können, hätten wir noch trainiert, aber da wir es jetzt so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Wir haben von vornherein gesagt, dass eigentlich dann nach der Liga halt der Champ bzw. Beatsis der letzte Gegner ist, der besiegt werden muss. Ich dachte halt, er kommt davor und dann hätte ich gedacht, kann man dann nochmal irgendwie was machen, keine Ahnung. Aber da halt danach kommt, dachte ich, N ist der letzte. Aber. Aber da hätte ich mir ja nicht Gezis als Markierung genommen, vom Level her. Da hätte ich mir N als Markierung genommen. Da hätte ich dran denken müssen. Stimmt auch. Ja. Ich würde leider sagen, bestanden. Ich weiß, wie siehst du das? Ja, leider nicht. Vielleicht kommen wir ja mit Pokémon Schwarz mal zurück. Oder wir machen einfach Schwarz 2. Oder so, ja. Also, hat auch so viele nervige Elemente, Schwarz 2. Ja, also. Das Leveln war halt ein bisschen anstrengend manchmal. Auf jeden Fall. Ansonsten sehr schade, dass es wirklich der letzte Kampf war. Ist natürlich schwierig, wirklich zwei Kämpfe hintereinander. Vor allem, wenn man im ersten schon echt blöde Sachen passiert sind. Vor allem, wenn man zwei bzw. vier Level drunter ist. Echt wenig Chancen. Ich meine, rein theoretisch hättest du es auch durchziehen können und einfach die ganze Zeit Toxin weiter spammen, damit du Maya hundertprozentig sicher reinwechseln kannst. Und ich weiß nicht, was das jetzt im Endeffekt gebracht hat, aber es sind so Kleinigkeiten, die man hätte machen können, aber. Ich habe Toxin gespammt, bis ich es nicht mehr hatte. Na, okay. Mehr kannst halt noch Amnesie machen und warten, bis du stirbst.
Ja, aber wenn ich Amnesie gemacht hätte, hätte es mir ein KP abgezogen oder was? Ja, es hätte halt ewig gedauert, aber es sind so Sachen, hätte man halt machen können. Alter Schwede. Wenn die Schallmauer durchbrechen, ist der Matsch. Das weiß er noch nicht. Und wird er dann. Und wenn er es weiß, ist es zu spät. Genau. Ende. Ja. Ganz knapp nicht geschafft, aber also gefühlt geschafft für mich auf jeden Fall. Ich sehe das nicht so eng. Offiziell würde ich definitiv sagen, nicht geschafft. Ganz klar. Ja. Sind leider alle tot. Ja. Weggekrittet zum Großteil. Kaibo hat für mich bei N einen großartigen Job gemacht. Nachdem bei dir verstorben ist, hat Ikalgo den kompletten Rest gemacht. Ikalgo hat gut genug ausgehalten und genug Schaden gemacht. Mit Kraftkoloss und nur physischen Attacken, das war lächerlich. Also, ja. Deswegen, das war mega. Und danach mein anderes Pokémon mit Mentalkraft. Ich glaube, hätte ich das die beiden nicht gehabt, wäre das auch nicht so entspannt gelaufen. Die Toshi leider gewonnen worden von Serapenra, weil es doch schneller war. Ich habe nachgeguckt, Simsala hat theoretisch die höhere Init Base, aber ja. Init Wunderwesen. Es war 2 Level über mir und hatte vielleicht ein Init Hochwesen, ich habe keine Ahnung. Ja. Schade. Aber ja, ansonsten bin ich aber eigentlich relativ zufrieden. Dafür, dass wir gerade am Anfang auch so viele Probleme hatten, hatten wir jetzt immer noch recht viele Pokémon auf der Box. Mhm. Und sonst lief es ja ganz okay eigentlich. Gegen Crits kann man nun mal nicht viel machen. Ist ärgerlich, aber ja. Ja, das war im Grunde dann eigentlich komplett mein Los. Du hättest das locker geschafft, nur an mir hat es dann quasi gehangen. Weil die sind alle durch mich gestorben. In dem Fall tat's. Na, Hitoshi nicht. Stimmt, Hitoshi nicht. Der wurde das von war in dem Quetschwalze. Moment Maya, das heißt, du konntest Maya dann nicht mehr rauswechseln. Also hättest du schon machen können, wäre aber blöd gewesen. So, ja. Das heißt, du warst dann auch noch auf 2 Pokémon beschränkt in dem Kampf, was dann auch natürlich Nachteil war, mehr oder weniger, auch wenn Maya jetzt nicht das stärkste Pokémon ist, aber Hitoshi war definitiv bei mir. Stimmt. Aber ich bin für 5 von 6. Ja, I know. Ja gut, aber die letzten 2 waren eher, weil ich konnte nicht mehr machen. Ist halt die Frage, ob Myrte den Blättersturm ausgehalten hätte von Sazenia. Ich weiß es auch. Das weiß man natürlich nicht. Ne? Ja. Ich meine, im Endeffekt Gezes war halt im Endeffekt der Killer. Rein theoretisch Champs sind wir geworden. N hat den Champ besiegt, wir haben N besiegt. Hm. Danach kam halt noch Gezes. Ja, so be it. Zumindest haben wir mehr geschafft als Ash. So. Ja, gut, in dieser Region ja. Mittlerweile hat Ash es ja auch geschafft. Ja, hab ich. Ja, stimmt. Aber. Von wie vielen Versuchen? Zu vielen. Ja. Nee, aber. Es war auf jeden Fall wieder ein saucooles Projekt. Ja. Hat mega Spaß gemacht. Und der Port geht 1 Stunde. Ja. 3, 2, 1, 1, 0, jetzt. Ja.
Ja. Ich denke, wir machen irgendwas auf jeden Fall nochmal in die Richtung. Wäre definitiv cool. Mit ein paar... Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. ...anderen Regeln? Quasi, weiß ich nicht. Ja, schon. Also ich weiß nicht, ob wir die Attacken so exakt so randomisieren, aber wird wahrscheinlich wieder eine Soul-Link und ein paar Sachen werden wahrscheinlich trotzdem gerandomized. Schauen wir mal. Ja, definitiv. Überlegen wir uns aber das Sagen genauer. Ja. Wir müssen noch nicht mal welche Edition. Genau, deswegen. Am liebsten würde ich ja irgendwie sowas wie Alpha Rubin und Omega Saphir andersrum ein irgendwas davon machen, aber das geht halt noch nicht. Was denn? Du hast halt eine Capture, dann können wir es halt aber nicht randomisieren. Das ist halt richtig. Weil die neueren Generationen stelle ich mir als Souling zu heftig vor, teilweise. Mit den Herrscherkämpfen. Und so weiter. Und das muss. Ich weiß Will nicht. Will sie? Naja. Ja. Ist vorbei, Toni. Schade. Das war's. Ich muss auch sagen, ich bin nicht so ein großer Fan von den Editionen. Da wird einfach viel zu viel gelabert. Das Level-System, mit dem du kriegst weniger Erfahrung, wenn du höheres Level bist, finde ich richtig kacke. Natürlich, du kriegst auch mehr Erfahrung, wenn du niedrigeres Level bist, aber das ist halt größeres Risiko auch. Also. Ja, finde ich halt auch schwierig. Ich find's doof. Man spricht nicht umsonst von der 5th-Gen-Encounter-Rate. Die Encounter-Rate im Gras ist wirklich recht hoch. Ja. Gut. Ja gut. Dann sehen wir uns wohl im nächsten Projekt. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.